Pilotprojekt in Wuppertal 70% der Ratsuchenden helfen konnte und das jetzt in großem Umfang in NRW ausgeweitet wird. Warum gibt es sowas in Berlin nicht, eine zielgerichtete Beratung für Energie? Das ist, Herr Kollege, ist jetzt schon die zweite Nachfrage. Und wollen Sie das nicht ändern, Herr Senator? Herr Müller, bitteschön. Herr Präsident, Herr Abgeordneter Schäfer, ich kenne dieses konkrete Projekt aus NRW nicht, aber das werden wir uns selbstverständlich auch angucken. Warum soll man nicht auch davon lernen? Ich kann aber auch hinzufügen, dass zu dem eben Dargestellten es ja auch noch weitere Angebote über die Bezirke gibt, gerade auch mit dieser Zielrichtung, die Sie eben genannt haben. Also wir werden uns das angucken, werden sehen, ist da wirklich eine Informationslücke, eine Beratungslücke oder nicht, und werden das dann entsprechend prüfen. Herr Kollege Buchholz. Vielen Dank, Herr Präsident, Herr Senator. Eine Frage. Kennen Sie denn Überlegungen, die man im politischen Raum gerade auch auf Bundesebene anstellt, dass man vielleicht für Verbraucher durch jeden Einzelenergielieferanten ein verbilliges Grundkontingent anbieten muss, jeder Energielieferant, dass er dann über eigene Kalkulation ohne Subventionen sicherstellen muss, sodass jeder im Prinzip ein Grundkontingent an Energie verbilligt erhalten kann und alles, was darüber hinausgeht, dann bewusst auch etwas teurer wird, um auch einen Energiesparanreiz zu schaffen? Herr Senator Müller, bitteschön. Herr Präsident, Herr Abgeordneter Buchholz, nein, auch das, diese konkreten Überlegungen sind mir so nicht bekannt, aber man muss einfach auch sagen, wir haben hier im Moment ja auch im Moment in Berlin noch keinen Energieversorger, wo man so direkt eingreifen kann und so direkt die Verabredung treffen kann, wie Sie das gerade formuliert haben. Das wird ja perspektivisch sich in Berlin hoffentlich auch ändern, sodass wir über diese Diskussion, die wir zurzeit gerade führen, über Konzessionsvergaben, Stadtwerksgründung, möglicherweise auch auf diesen Bereich einen größeren Einfluss haben und dann für die Verbraucher, für die Mieterinnen und Mieter da auch zu neuen Verabredungen kommen können. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur laufenden Nummer 8 des Kollegen Heiko Thomas von den Grünen. Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin schadet dem Ansehen der Berliner Ärzteschaft. Ja, da hat der Ausschuss ja viele Reiseziele hier. Ich frage den Senat, wie bewertet der Senat die Beschlüsse der Mitgliederversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin vom letzten Donnerstag zum Vorgang der Gehaltsentwicklung des Vorstands? Und zweitens, wie gedenkt der Senat auf diese sich abzeichnende Provokation der Kassenärztlichen Vereinigung zu reagieren? Herr Senator Chaya, bitte schön, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Abgeordneter Thomas, im Namen des Senats beantworte ich Ihre mündliche Anfrage wie folgt. Die Richter des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg haben in der mündlichen Verhandlung am 19. Dezember 2012 deutlich gemacht, dass die Auszahlung der Übergangsgelder an die drei Vorstände der Kassenärztlichen Vereinigung rechtswidrig war. Damit hatte der Verpflichtungsbescheid der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales als Rechtsaufsicht nach der Klagerücknahme umgehend Bestand, und wir hatten mit unserem Bescheid Erfolg. Die Umsetzung hatte in der vergangenen Vertreterversammlung der KV am 10. Januar 2013 zu erfolgen. Die Sitzung war nicht öffentlich. Die gefassten Beschlüsse hat die KV Berlin bisher nicht herausgegeben. Vertreter der Senatsverwaltung haben an der Sitzung teilgenommen. Uns steht es aber noch nicht zu, diese Beschlüsse an dieser Stelle hier öffentlich wiederzugeben, da sie uns in einer Frist, und die ist auch noch nicht abgelaufen, zugesandt werden sollen. Zur Frage der Gehälter lässt sich jedoch sagen, dass darüber die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin selbst entscheidet. Sie hat bei der Festlegung der Höhe der Dienstbezüge der Vorstandsmitglieder einen relativ weiten Entscheidungsspielraum. Die Rechtsprechung sagt, dass eine Orientierung an der Vergütung der Vorstände anderer kassenärztlicher Vereinigung aufsichtsrechtlich nicht zu beanstanden ist. Die Rechtsaufsicht wird einen Beschluss zur Höhe der Bezüge also prüfen. Die rechtlichen Möglichkeiten, sie zu begrenzen, sind jedoch begrenzt. Aus meiner Sicht ist es jedoch nicht an der Zeit, über die Erhöhung von Gehältern zu sprechen, erst recht nicht nach der Entscheidung zum Übergangsgeld. Die Kassenärztliche Vereinigung vertritt über 8.500 ambulant tätige Ärzte in Berlin. Schon die Entscheidung über die offensichtlich rechtswidrigen Übergangsgelder hat viele dieser Ärzte ungerechtfertigterweise in Misskredit gebracht. Die 40 Delegierten und Delegiertinnen der Vertreterversammlung sollten sich darüber bewusst sein, dass sie den Anstand und den Berufsethos aller ihrer Kolleginnen und Kollegen vertreten. Die Kassenärztliche Vereinigung hat eine Fülle an Aufgaben zu erledigen,
Der Sicherstellungsauftrag muss erfüllt werden, die Qualitätssicherung in der ambulanten medizinischen Versorgung gewährleistet werden und es ist auch notwendig, zu einer besseren Verzahnung zwischen ambulanter und stationärer Versorgung zu kommen. Für die gesundheitspolitische Weiterentwicklung in unserer Stadt ist es also maßgeblicher, sich um diese Fragen zu kümmern, als um die Erhöhung der Gehälter. Dies gelingt aber eben nur, wenn alle Akteure an einem Strang ziehen und wenn möglich dann eben auch noch in eine Richtung. Wir haben die Ausgangsvoraussetzungen hier im Parlament geschaffen, um mit dem gemeinsamen Landesgremium diese wichtigen Lösungen, die großen gesundheitspolitischen Herausforderungen Berlins, wie beispielsweise eine gerechtere ärztliche Versorgung, zu lösen. In diesem Sinne bieten wir der Kassenärztlichen Vereinigung und natürlich auch den Delegierten der Vertreterversammlung an, dass wir gemeinsam und partnerschaftlich für eine bessere ambulante Versorgung der Berlinerinnen und Berliner arbeiten. Dies habe ich den Vertretern der Vertreterversammlung auch schriftlich zukommen lassen. Vielen Dank. Herr Thomas, für eine Nachfrage. Bitte schön. Jetzt. Also Herr Senator, mit anderen Worten, nichts außer Spesen, nichts gewesen. Deshalb frage ich, teilt der Senat die Auffassung vieler, dass der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung den Berliner Gesundheitssenator eher wie einen kleinen Schuljungen hat in diesem Fall aussehen lassen, als einen starken agierenden Gesundheitssenator, der nach diesen Auseinandersetzungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung jetzt noch machtvoll das umsetzen kann, was Sie uns hier angekündigt haben? Ich sehe das eher als, das Tischtuch ist zerrissen. Herr Senator. Herr Kollege und Herr Abgeordneter Thomas, die Interpretation unterschiedlicher Formen steht Ihnen frei. Wir haben gewonnen vor Gericht gegen die Kassenärztliche Vereinigung. Das Übergangsgeld muss zurückgezahlt werden. Dieser Vorgang lag seit März 2011 auf dem Tisch der damaligen Gesundheitssenatorin. Es ist im März, im April, im Mai, im Juni, im Juli, im August, im September, im Oktober und im November nichts passiert. Erst als wir am 1. Dezember ins Amt kamen, haben wir uns dieser Sache angenommen und haben eine Rückforderung der Übergangsgelder erwirkt und wir haben nach einem Jahr Erfolg gehabt. Sie fragen, ob es andere Instrumente gibt, die Gehaltsfragen zu klären. Die gibt es nicht, sondern es ist so, dass die Übergangsgelder die eine Frage waren und dafür gab es keine rechtliche Grundlage. Das allgemeine Gehalt wird von der Vertreterversammlung beschlossen. Und die Vertreterversammlung hat auf ihrer hiesigen Sitzung keine Erhöhung des Gehalts beschlossen, wie Sie aus öffentlichen Bekundungen kennen. Damit ist also überhaupt gar kein Tischtuch an irgendeiner Stelle zerrissen oder zerschnitten worden, wie Sie es sagen, sondern es ist bislang unsere Entscheidung umgesetzt worden und die Kassenärztliche Vereinigung ist uns entgegengekommen an unterschiedlichen Fragen, hat beispielsweise signalisiert, dass für die hausärztliche Versorgung und der Kinderarztversorgung die Bezirke wieder als Planungsgrundlage herangezogen werden, dass sie konstruktiv mit uns im Landesgremium zusammenarbeiten wollen. Also ich muss Sie leider im Oppositionsgerede etwas stoppen und Sie mit dem Ergebnis auseinandersetzen, dass wir vorankommen in dem Ziel, eine bedarfsgerechtere Versorgung zustande zu bringen mit der Kassenärztlichen Vereinigung und nicht gegen Sie. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur laufenden Nummer 9, der Kollegin Katrin Lomscher. Wo lagen die Kulissen der Staatsoper und wie kommen Sie auf die Bühne? Wofür wird der unterirdische Verbindungstunnel gebraucht? Bitte schön, Frau Kollegin. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, auch mir ist die Staatsoper und ihre denkmalgeschützten Nachbargebäude lieb und teuer. Deshalb frage ich den Senat, wo sollen die Bühnenbilder der Staatsoper, die derzeit weit außerhalb Berlins gelagert werden, künftig untergebracht werden? Und auf welchem Wege und mit welchen technischen Mitteln sollen sie auf die Hauptbühne bzw. Probebühne gelangen? Und zweitens, warum halten Nutzer und Senat am unterirdischen Transport der Bühnenbilder zwischen Probebühne und Hauptbühne fest, obwohl aufgrund baulich und technisch bedingter Nutzungsbeschränkungen des Verbindungstunnels auch künftig oberirdische Transporte erforderlich sein werden? Herr Regierender Bürgermeister, bitte schön. Herr Präsident, Frau Lomscher, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu 1, die Staatsoper unter den Linden verfügt derzeit über ein stadtnahes und ein stadtfernes Lager für Bühnenbilder, Dekoration zu jeweils günstigen Mietkonditionen. Beide Objekte sollen auch in Zukunft für die Lagerung der Bühnenbilder genutzt werden.
Im stadtnahen Lager, das ist im Bezirk Marzahn, werden Bühnenbilder von Inszenierungen gelagert, die innerhalb von 1 bis 2 Spielzeiten zur Aufführung gelangen. Im stadtfernen Lager, im mecklenburgischen Wandslitz, lagern dagegen Bühnenbilder und Dekorationen von Inszenierungen, die in der Spielplanung der Staatsoper für eine Wiederaufnahme innerhalb von 3 Spielzeiten nicht vorgesehen sind. Über diese angemieteten Flächen hinaus sind weitere künftig anzumietende Flächen nicht bekannt. Die Bühnenbilder-Dekorationen werden mittels eines modernen Lagerwagensystems transportiert. Der Transport der mit den Bühnenbildern bestückten sogenannten Lagerwagen erfolgt mit Sattellastzügen, die mit diesen Wagen künftig direkt in das Probezentrum, dies ist der dann sanierte Teil des ehemaligen Magazingebäudes der Staatsoper, einfahren. Die Sanierungsplanung der Staatsoper sehen weiter vor, dass die Lastzüge dort entladen werden, um danach die Lagerwagen per Aufzug in das unterirdische Bauwerk abzusenken, wo sie für die Verwendung auf der Hauptbühne vormontiert werden oder aber auf die Probebühne im Probenzentrum zu heben. Zu 2, Nutzungsbeschränkung des unterirdischen Bauwerks der Staatsoper unter den Linden nicht bekannt. Die unterirdische Verbindung zwischen dem Probenzentrum und dem Opernhaus dient einerseits der Unterbringung von technischen Anlagen und damit der räumlichen Entlastung des Bestandsgebäudes. Andererseits dient diese Verbindung der Sicherstellung eines modernen Repertoirebetriebs, da sie zeitlich minimierte Umbauphasen zwischen verschiedenen... Was? Weiter? Ja, ist interessant, was da gefragt wird. Ne? Sie wollten es ja wissen. Ne? So, also insofern lernt man doch immer noch dazu, Sie sicherlich auch noch. Da sich zeitlich minimierte Umbauphasen zwischen verschiedenen Inszenierungen bei gleichzeitiger Reduzierung von Personalkapazitäten ermöglichen. Oberirdische Transporte von Bühnenbildern sind grundsätzlich nicht erforderlich für den Fall, dass zum Beispiel infolge einer technischen Havarie im unterirdischen Bauwerk der Spielbetrieb der Staatsoper gefährdet sein sollte, besteht jedoch die Möglichkeit einer oberirdischen Anlieferung. Eine Entscheidung, auf das unterirdische Bauwerk zu verzichten, würde unabhängig der dann auftretenden logistischen und versorgungstechnischen Probleme zu umfassenden Planungsänderungen und Regressforderungen beauftragter Firmen mit entsprechenden immensen Mehrkosten führen. Ein Verzicht ist daher unrealistisch, also in der Phase des Verfahrens kann man dies nicht mehr ändern. Für eine Nachfrage, Frau Kollegin Lomscher, bitteschön. Ja, ich fand es interessant, dass Sie über Nutzungsbeschränkungen nichts wissen und deshalb frage ich des künftigen Tunnels nichts wissen und deshalb frage ich Sie, ob Sie davon ausgehen, dass der Tunnel, wenn er dann mal fertig ist, 365 Tage im Jahr tatsächlich für den Zweck genutzt werden kann, für den er jetzt errichtet wird für teures Geld. Herr Senator, Herr Regierender Bürgermeister. Herr Präsident, Frau Abgeordnete, ich habe auch noch mal hinter mich geschaut, also warum man das nicht nutzen sollte an den Tagen, ist hier nicht bekannt. Für eine weitere Nachfrage, Frau Bangert. Ja, vielen Dank. Herr Regierender Bürgermeister, halten Sie eine Abwasserleitung, die den Tunnel quert und nur mittels Hubprotesten überwunden werden kann, halten Sie das für keine Nutzungseinschränkung? Herr Regierender Bürgermeister. Herr Präsident, Frau Abgeordnete, nach dem, was ich hier so höre, ist das mit eingeplant. Und insofern müsste das bautechnisch jetzt in einem anderen Kreis diskutiert werden. Ich glaube, das überfordert uns jetzt auch in der Tat. Ich glaube, die Kernfrage ist doch eine ganz andere. Und da kann man ja Frau Lomscher da irgendwo nachvollziehen. Wenn wir heute Entscheidungsmöglichkeiten noch hätten, ja oder nein, und am Anfang des Prozesses die technischen Schwierigkeiten auch gewusst hätten, dann ist in der Tat die Frage zu stellen, hätte man das ganze Unterfangen so geplant und gebaut. Das hat aber bei der damaligen Entscheidung keine Rolle gespielt und es wurde als technisch machbar und ohne Probleme machbar dargestellt und die Schwierigkeiten, die jetzt aufgetaucht sind, waren damals auch nicht bekannt. Vielen Dank. Die Fragestunde ist damit beendet.